Ja, herzlich willkommen zu diesem sehr knappen Tutorial am Wochenende. Ich würde Ihnen heute ein Online-Whiteboard vorstellen, nämlich die MEBIS-Tafel vom Landesmedienzentrum Bayern. Die MEBIS-Tafel können Sie benutzen mit einem Zeichentablet. Ich habe hier ein Bamboo, das allerdings nicht mehr hergestellt wird. Ich benutze es selber auch nicht so gern. Und verlinke aber im Kommentarbereich sowohl die URL zu dieser Tafel als auch einen Link zu möglichen Zeichentablets, die Sie bei einem Online-Händler Ihrer Wahl erwerben können. Zunächst vielleicht ganz kurz, wenn Sie gern mit einer Tafel arbeiten, ist es so, dass Sie in Online-Umgebungen nicht zwingend versuchen sollten, Ihre Handschrift so weit anzupassen, dass Sie hier ein sauberes Tafelbild entwerfen. Das wird Ihnen nicht gelingen. Investieren Sie dafür lieber in den Elmo Presenter und schreiben Sie mit dem Stift von Hand. Aber diese Tafeln sind sehr gut geeignet, um andere Dinge damit zu realisieren, die ich Ihnen kurz vorstellen will. Zunächst aber zu den Einstellungen, nämlich Sie können einmal die Hintergrundfarbe Ihrer Tafel ändern, wenn Sie also lieber auf einer dunkelgrünen Tafel arbeiten wollen. Dann stellen Sie den Hintergrund als dunkelgrün ein. Als dunkelgrün ein. Ist jetzt für unseren Zweck allerdings nicht so sinnvoll. Sie können auch eine Lineatur einstellen, das zeige ich Ihnen auch gleich. Sie haben hier die Möglichkeiten, auf liniertem Papier zu arbeiten, kariert. Dann haben Sie unterschiedliche Grundschullinien bis hin zu Notenlinien, die Sie hier verwenden können oder einstellen können für die Arbeit auf einer Tafel. Also es ist in Hochschule und Schule gleichermaßen gut einzusetzen. Ich stelle jetzt mal auf keine Lineatur zurück, weil wir das nicht brauchen. Aber Sie sehen, die Möglichkeiten sind vielfältig. Daneben können Sie feste Formen integrieren und darauf kommt es mir gleich an, eine breite Medienauswahl, mit denen Sie eine Unterrichtsstunde oder ein Seminar oder eine Vorlesung begleiten können. Und das will ich Ihnen illustrieren. Das Ganze ist eigentlich selbsterklärend. Zunächst hier mit einem Gruß an Solveig Nitzke ein Bild, das man integriert. Sie sehen, Sie können das Ganze auch frei skalieren und dann selbsterklärend hier auf der Tafel präsentieren. Daneben ist es so, dass Sie hier Textfelder verwenden können, um zum Beispiel Aufgabenstellungen zu formulieren und damit reicht es noch nicht. Sie können natürlich diese Aufgabenstellungen, alles was Sie hier produzieren, mit entsprechenden Markern hervorheben und das Ganze währenddem Sie einen Gegenstand entwickeln. Es schadet vielleicht nicht, dann hier darauf hinzuweisen, dass man schlussendlich mit der Aufzeichnungsoption auch von Loom, das hatten wir in einer anderen Stelle schon vorgestellt, von Simon Mayer-Vieracker, hier eine großartige Möglichkeit haben, um stundenbegleitend Gegenstände zu entwickeln. Schlussendlich, auch das ist eine wichtige Option, können Sie PDFs einbinden, vorbereitete PDFs, gerne auch von Präsentationen. Und ich zeige Ihnen hier eine Präsentation, die wir für die Entwicklung eines barrierefreien Audioguides für die Albrechtsburg Meißen verwendet haben und wähle diese Folie aus, füge sie ein, skaliere sie entsprechend, platziere sie auf dem Whiteboard und markiere laufend in der Aufnahme bestimmte Textteile. Das ist natürlich für die Textanalyse relevant. Gut. Ein letztes Tool zeige ich Ihnen noch, obwohl wir in den Geisteswissenschaften das natürlich nicht verwenden. Sie haben auch noch die Möglichkeiten, Grafikrechner einzubetten. Moment, dafür muss ich das Ganze mal die Teile hier löschen, damit Sie das gut sehen können. Also Sie können Grafikrechner hier einbeziehen und theoretisch dann auch hier auf diesem Whiteboard rechnen. Es gibt auch einen sehr ansehnlichen Vollbildmodus, den Sie jetzt in Streamlabs nicht in Gänze sehen, aber damit können Sie zum Beispiel mit Loom hervorragend arbeiten und entsprechende Inhalte präsentieren. Nimmt man das Ganze zusammen, können Sie auf dieser Basis tolle Erklärfilme produzieren und vor allen Dingen
ihre Seminare mit eigenen Überlegungen begleiten und die Gedankengänge, die sie dann entwickeln, mit diesem Whiteboard visualisieren. Also ich hoffe, das ist eine gute Anregung zur Ergänzung des Online-Angebots für die digitale Lehre. Und in den nächsten Tutorials wird es dann vor allen Dingen darum gehen, dass wir diese Tools, die wir hier nach und nach vorstellen, exemplarisch mal in Vorlesungs- oder Seminarumgebungen einbetten. In diesem Sinne noch ein schönes Wochenende und auf bald.